Autorin Der Liebe, Darstellerin Larissa Marold, 26, kennen viele als TugTV-Frau, die nie um einen kernigen Spruch verlegen ist. Doch auch die leisen Töne kann sie anschlagen. Zum Beispiel an ihrem Geburtstag. Wenn man ein Jahr älter wird, ist das für viele Geburtstagskinder ein Moment, um zurückzuschauen und Bilanz zu ziehen. So macht es auch das Model. Vor genau 10 Jahren hat meine Reise als 16-Jährige im TV begonnen. Ich hatte keine Kontakte, keine Ahnung, auf was ich mich einlasse. Ich habe es einfach getan, weil ich die Welt sehen wollte, schreibt Larissa auf ihrem offiziellen Instagram-Account zu einem Schwarz-Weiß-Foto, das sie in nachdenklicher Stimmung zeigt. Damals, als Teenager, bewarb sie sich als Austrias Next Topmodel, mit Erfolg. Im Februar 2009 ging sie als Gewinnerin aus der Model-Casting-Show hervor. Der Start ihrer Karriere. Noch im gleichen Jahr stieg Marold auch für Germany's Next Topmodel mit Heidi Klum auf den Catwalk und belegte dort Platz 8. Danach wurde sie auch in Deutschland als Model, Schauspielerin und TV-Show-Kandidatin, unter anderem Dschungelcamp, Let's Dance, bekannt. Nicht immer war das ein einfacher Weg, neben vielen Erfolgen gab es auch Kritik. 10 Jahre voller Höhen und Tiefen, emotionalen Momenten und großen Herausforderungen, erinnert sich Marold auf Instagram zurück. Von Österreich ging es zuerst nach Deutschland, dann nach Amerika, weiter nach Australien bis hin nach Afrika. Ich bereue keine dieser Erfahrungen, denn sie haben mich zu dem gemacht, was ich bin und ich stehe zu 100% zu jeder Produktion, an der ich teilnehmen durfte. Aktuell steht sie Sturm der Liebe ein. Für ihre erste große TV-Rolle bei Sturm der Liebe, montags bis freitags, 15 Uhr.